Hallo, heute möchte ich mit euch einen Möhreneintopf kochen. Er ist wie immer einfach, hat wenig Zutaten und ist super lecker. Ich zeige es euch. Kommt! Das sind die Zutaten, die ich brauche für meinen Möhreneintopf. Und los geht's. Möhrchen putzen. Schneiden. Oder ihr macht es mit einer Reibe, dann geht es schneller. Dann sieht es so aus. Jetzt die Kartoffeln schälen. Und in Würfel schneiden. Jetzt die Zwiebeln. Jetzt nehme ich noch zwei Mettenden, zwei reichen mir. Man kann auch Speck mit reintun. Die klein schneiden und dann geht's weiter. Ein bisschen Öl. Scharf anbraten das Ganze. So. Und Kartoffeln dazu. Möhren dazu, Wasser dazu, 1, 2, 3 mal Brühe, ein Stich Butter und wer mag, noch ein bisschen Petersilie. Dann einmal kochen. Der Eintopf ist fertig. Jetzt können wir essen. Das war mein Möhreneintopf. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal vorbei. Guten Appetit!